Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Tvakaholiker. Obwohl wunderschön ist an diesem Morgen gar nichts. Ich habe doch letzte Woche, als ich da im Stau gestanden habe, darüber berichtet, wie das denn so aussieht mit Kollegialschaft unter Kollegen und so, wenn so ein Reifen platzt, dass früher mal Kollegen angehalten haben und geholfen haben, bei so einem Reifenplatzer das Rad zu wechseln, bei den Reifen zu wechseln. Das gibt es ja heute nicht mehr. Also muss man auf so einen Reifendienst warten. Und da habe ich ja gesagt, dass es da gelegentlich sich um Stunden handeln kann. Wir haben heute die beste Chance, die Zeit zu stoppen, wie lange die dann brauchen. Weil, ihr ahnt es, ich kann kotzen. Mir ist ein Reifen geplatzt. Der Reifen auf der letzten Achse. Und der ist auch so weggeflogen, dass da wirklich nur noch Bande ist hier. Da ist nur noch so ein bisschen. Ja, und wir haben kurz vor 8. Ich stehe jetzt hier allerdings schon eine gute Stunde rum. Bin extra früh angefangen, damit ich schön früh bei meinem ersten Kunden bin. Das hat sich hier natürlich jetzt erledigt. Also jetzt hat gerade mein Chef angerufen, er hat unseren Reifenhändler erreicht. Der guckt, dass er hier um die Ecke Euromaster oder was auch immer kriegt, der immer schnellstmöglichst den Reifen wechselt. Damit wird es wahrscheinlich wieder ein langer Tag. Also ich bin heute Morgen um kurz nach 2 angefangen, damit ich eigentlich um 8 Uhr in Vettelbach bin. Das hat sich natürlich erledigt. Ich habe jetzt bis Vettelbach noch gute 90 Kilometer. Und ja, bis die hier gewesen sind, den Reifen gewechselt haben und so, dürfte es dann 10 Uhr sein. Denke ich mal, wir haben jetzt, wie gesagt, kurz vor 8. Ich denke mal, um 10 Uhr ist der Reifen gewechselt. Dann kann ich dann von hier aus weiter. Ja, 90 Kilometer, 10 Uhr fertig, 11 Uhr, 11:30 frühestens, weil da kommt mit Sicherheit noch Stau zwischen, also ich schätze mal hier so 12 Uhr. Dann geht es dann nach Ulm, nach Wettringen und nach Friedberg. Ich wollte eigentlich so gegen 2 Uhr Feierabend machen heute, weil ich ja so früh angefangen bin. Aber das hat sich ja jetzt hiermit erübrigt. Ich freue mich. So muss man Montag anfangen. Ast rein. Das Beste an der ganzen Sache ist, ich habe gerade kurz vorher Pause gemacht, bevor mir der Reifen geplatzt ist. Und das auf so einem Parkplatz. Meine Kippen sind leer. Jetzt werden die Nichtraucher unter euch sagen, gar nicht so schlimm. Die anderen werden sagen, ich wollte sowieso aufhören. Es ist aber der falsche Moment dafür. Das muss ich ganz deutlich sagen. Hier ist auch nichts in der Nähe, keine Tankstelle, gar nichts. Ich stehe hier auf so einem Autobahnparkplatz. Auf so einem kleinen. Ohne Zigaretten, ohne Reifen. Da fehlen mir die Worte. Naja, wir warten mal, was das so gibt. Mal schauen, wie lange die Jungs brauchen. Ich melde mich auf jeden Fall gleich wieder. Bis gleich. Ja, grob verschätzt würde ich da wohl sagen. Wir haben mittlerweile 10.25 Uhr und es ist alles so unverändert. Auch noch kein Reifendienst in Sicht. Der hat mich angerufen, der kommt da jetzt gerade. Schauen wir mal, wie schnell er ist. 10.25 Uhr jetzt, mal gucken, wann der neue Reifen drauf ist.
So, 11.07 Uhr, ich rolle wieder. Eine ganze Stunde später, als ich gedacht habe. Mein Navi sagt, um 12.25 Uhr bin ich beim ersten Tun. Mann. Ich muss ein bisschen lauter schreien. Ich habe mein Mikrofon leider im Pkw vergessen. Ich habe heute Morgen die Tasche mit den Kabeln nicht rausgenommen. Deswegen ist jetzt bis Mittwoch der Ton nicht so ganz so toll. Aber ich werde versuchen, das mit meinem Organ wettzumachen. So, jetzt muss ich erstmal Zeit einholen, mir irgendwo Zigaretten kaufen, weil ich habe jetzt seit 3 Stunden nicht geraucht. Und mal gucken, was ich heute noch schaffe. Ich melde mich heute Abend wieder, wenn ich Feierabend gemacht habe. Bis dahin. Bye, bye. Willkommen zurück. Wir haben Mittwochmorgen und ich melde mich aus dem wunderschönen Schwarzwald. Meine Tour hat sich nämlich geändert. Die sieht jetzt wie folgt aus. Nachdem ich dann Montagmorgen nach meiner Reifenpanne und noch im endlosen Stau endlich mal um kurz vor 1 in Pfennelbach ankam, habe ich es dann noch geschafft runter nach Ulm. Dann bin ich also ein Stückchen gefahren auf dem Parkplatz. Um 17 Uhr habe ich Feierabend gemacht. Das heißt, ich habe 14,5 Stunden Schichtzeit gehabt. Da war ich dann auch fertig mit meiner kleinen Welt. Deswegen gab es von abends kein Video mehr. Ich habe da nur noch einfach Gardinen zugemacht und bin pennen gegangen. Ja, Dienstag musste ich dann ein bisschen Zeit aufholen. Da bin ich dann gefahren nach Friedberg und nach Ettringen. Friedberg und Ettringen, also Friedberg kannte ich doch, den Kunden. Ettringen war neu für mich, das war auch so ein Bauernhof, so ein Landmaschinenhandel. Da bin ich da durchgezogen bis nach Ditzingen, den habe ich auch noch problemlos geschafft. Und eigentlich sollte ich dann von da aus nach Kettich und Hundsangeln fahren. Das hatte sich aber erübrigt, weil mein Chef sowieso eine Tour nach Kettich hatte. Und deswegen, weil wir jetzt auch die letzte Woche dieses Jahr haben, also ich werde wohl nächste Woche nicht mehr im Fernverkehr fahren, vielleicht auch gar nicht fahren, vielleicht bin ich nächste Woche frei, bin ich dann runter in den Schwarzwald gefahren und zwar nach Kehl und jetzt komme ich gerade von La zurück. Kehl habe ich gestern Abend noch gemacht, dann bin ich in La stehen geblieben gestern Abend, den habe ich jetzt gerade noch gemacht und jetzt fahre ich noch nach Karlsruhe und Bruchsal. Ich habe da noch zwei Reifenabholer. Ja, und dann geht es zurück nach Dortmund. Und dann bin ich mal gespannt, was noch kommt. Wir haben Mittwoch. Ich komme heute auf jeden Fall noch an. Aber ich habe in Bruchsal noch einen ganz wichtigen Termin. Und zwar, naja klar, jetzt wo ich es vorhabe, ist das Wetter für den Arsch. Das will ich nämlich gerade. Gerade war die ganze Zeit trocken, gestern war auch den ganzen Tag trocken. Aber ich zeige euch mal, was für einen Termin ich habe. Das geht ja gar nicht. Also ich glaube, so schlimm war es nur selten oder ich glaube sogar noch nie. Ich möchte nur mal einen Parkplatz suchen, wo wir ein bisschen alleine stehen. Ich meine, ich habe die Kamera auf dem Kopf. Und
immer blöde Blicke, wenn man mich so sieht. Aber da sieht es ja schon mal ganz gut aus. Ja, ich weiß nicht, warum sie hier die Parkplätze gesperrt haben. So schön ausgebaut, den Parkplatz hier. Aber die Raststätte ist kein Parkplatz. Haben sie so schön ausgebaut, letztes Jahr. Und jetzt fangen sie schon an, vereinzelt Parkplätze zu sperren. Letztes Mal, wo ich hier war, waren die Toiletten gesperrt. Das sieht ganz gut aus, hier kann ich mich hinstellen. Ja, dann zeige ich euch mal, was ich noch für einen Termin habe. Und zwar müsste ich mal meinen LKW waschen. Also so hat er, glaube ich, wirklich noch nie ausgesehen. Das ist ja richtig schlimm. Auch wenn es regnet heute, aber der Dreck muss runter. Ich habe Angst, dass er sich festfrisst, das ist weißer Lack. Bei Weiß ist das immer ganz schwer, wirklich runterzukriegen. Aber das ist ja ganz schön unschön, muss ich sagen. Aber erstmal fahren wir nach Karlsruhe. Da holen wir... Ich muss hier meine Handschuhe wieder hingeschmissen. Da fahren wir... noch Reifen holen. Sieht ein bisschen wild aus hier. Ich muss gleich noch aufräumen, wenn ich in der Waschanlage bin. Da fahre ich nochmal 26 Fünfer holen und dann im Bruchsal halt den Abholer 20 Fünfer. Und das passt ganz gut, da um die Ecke von diesem Reifenhändler ist nämlich die Waschanlage. Da werde ich meinen Dreck runter waschen lassen. Selbst wenn es regnet und er wieder dreckig wird, aber so dreckig wird er dann nicht wieder. Aber dann ist dieser grobe Dreck, dieses Salz und alles ist dann runter. Der ganze Schlamm aus den Steinbrüchen. Das geht ja gar nicht. Hier wird man dreckig beim Einsteigen. Das muss ja nicht so sein. Ja, so, dann muss ich mal ein bisschen Zeit einholen. Also, los geht's in Richtung Karlsruhe. Den Bruchsal, Auto voll bis oben hin und jetzt hoffen wir mal, dass sie, ihr seid ein bisschen schief, glaube ich, ne? Nie richtig machen. So, so ist besser, oder? Ja. Dann hoffen wir mal, dass die Waschanlage nicht so voll ist, aber wir haben jetzt 10:45 auf dem Mittwoch. Da wird nicht so viel los sein, denke ich mal. Ich habe auch um Erlaubnis gefragt, ob ich waschen darf. Muss ja immer abgeklärt werden. Nach 200 Metern fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Vierte Ausfahrt, Simon-Hegele-Straße. Dann bleiben Sie rechts. Naja, wir müssen da mal Richtung Ochsenstall. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Vierte Ausfahrt, dann bleiben Sie rechts. Also das Navi steht schon auf zu Hause, deswegen will er jetzt hier drum rumfahren und unbedingt zur Autobahn. Dann
wollen wir den mal so ein bisschen durcheinander bringen. Wir machen ihn nochmal erstmal leise hier. So, und dann hoffen wir mal, ja, vor mir wird er auch hinfahren wollen, glaube ich. Dann hoffen wir mal, dass wir schnell Platz kriegen in der Raststätte. Ach, an der Raststätte. Meine Güte, ich bin schwer durcheinander. An der Waschanlage. Aha, er macht hier wieder Kunststücke. Ach, hier ist Hegelmann. Tragwatsch. Damit das nicht so ganz so lange dauert. Hier vorne auf den Autohof muss ich ja auch noch. Mein Sprit ist nämlich fast leer. Zeig mich schon immer an. Kein Sprit mehr. Ach, das scheint ganz gut zu sein, ne? Mann, oh Mann. Dann drehen wir über diese Tankstelle hier. Ich der wahrscheinlich auch. Der Lokusmann. Mein Schwager hat auch mal für Dixie gearbeitet. Der ist eigentlich Gerüstbauer. Nur wenn die halt schlecht Wetter haben im Winter, dann müssen die ja irgendwie was anderes machen. Und dann ist der im Winter Dixie-Klos gefahren. Hätte dabei auch richtig gutes Geld verdient wohl. Aber trotzdem wäre das, glaube ich, nicht so meins. Er lässt mich nicht erst drehen. So. Weil die haben ja diese Pumpe hinten drauf. Und damit müssen sie diese Clubs ja leer pumpen. Das ist alles andere als schön. Aber wie gesagt, ihm hat das ausgemacht und er hatte auch aufgekauft. Also früher war in der Halle hier nichts drin. Deswegen ist das jetzt alles so ein bisschen komisch hier hinzufahren. Früher konnte man dafür nur vorne, wo das grüne Tor war, was da gerade zu war, reinfahren. Jetzt muss man hier einmal so drumherum um den ganzen Platz. Der hat es natürlich gut, der Hegelmann. Der hat seine Firma direkt an der Waschanlage. Das heißt, er hat immer saubere LKWs, wenn er dann fliegt. Oder was hat er gehupt? So, naja, ein bisschen was ist los hier, aber werde ich ja wohl gleich irgendwann rankommen. Wir schauen mal, dass wir rankommen. Bis gleich.
So, da ist er wieder sauber. Von außen sowie von innen. War ja schrecklich. Hier drin sah es ja aus wie in der Jugendzellenbude. Das liegt aber daran, weil ich seit Montag hier nicht wirklich aufgeräumt habe. Ich habe nur mal meinen Müll weggeschmissen. Aber das lag auch daran, weil Montag war wirklich ein langer Tag. Da hatte ich abends keine Lust mehr, jetzt hier noch einen Lappen zu schwingen. 14,5 Stunden Schichtzeit. Ich bin einfach nur noch ins Bett gefallen und bin schlafen gegangen. Gestern den ganzen Kram, den ich vorgestern nicht geschafft habe, aufgeholt und noch zusätzlich Abholer gefahren. Folgen Sie A45. Das heißt, E41 Richtung Siegen Süd für 43 Kilometer. Ja, das heißt, ich bin gestern auch noch bis 17 Uhr, 18 Uhr gefahren oder so. Da bin ich auch früh schlafen gegangen. Ja, aber heute war genug Zeit. Ich habe alle drei Abholer gemacht heute Morgen. Und da ich ja im Bruchsal gestrandet bin, bei meinem letzten Abholer und im Bruchsal eine Waschanlage ist, bin ich da reingefahren. Bis kurz vor Bruchsal hat es auch noch geregnet. Ich wollte erst nicht reinfahren, aber dann hört es plötzlich auf. Und ich bin jetzt kurz vor Gießen und bin bis hierhin trocken durchgekommen. Das heißt, sogar die Straße ist trocken. Es wird kein Dreck hochgewirbelt. Da könnte die Chance sein, dass er die nächsten zwei, drei Tage von außen sauber bleibt. Allerdings steht auch Platz schon eine neue Tour für mich. Mit Sicherheit auf meinem Auflieger. Und mein Auflieger ist auch, so lange wie mein LKW nicht gewaschen wurde, drei Wochen lang nicht, nicht gewaschen worden halt. Das heißt, der ist dementsprechend dreckig, da sieht es ja morgen richtig toll aus. Saubere Zugmaschine, dreckiger Auflieger. Naja, man kann ja nie alles sagen. Wo es morgen hingeht, weiß ich natürlich noch nicht genau, weil er mir das am Telefon noch nicht gesagt hat. Er hat wohl irgendwie zwei Touren, er konnte sich aber noch nicht entscheiden, in welche Richtung ich sollte. Es wird mit Sicherheit 100%ig in Richtung Süden gehen, nur nicht so weit, da wir ja morgen schon Donnerstag haben und ich heute nicht mehr weit komme. Ich weiß nicht, ob ich heute noch losfahren soll oder morgen erst, aber das wird sich alles gleich am Platz rausstellen. Ja, ich möchte noch mal den Ton entschuldigen. Wie gesagt, ich habe mein Mikrofon vergessen, deswegen ist der jetzt im Moment noch ein bisschen schlecht. Aber wie gesagt, ich komme an gleicher Platz vorbei. Im Auto liegt das Mikrofon, das heißt, ich habe am Morgen auf jeden Fall das Mikrofon. Also würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder von der neuen Tour und ich sage bis dahin. Bye bye. So, ja, wir haben Donnerstag und wie heißt es doch so schön, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Es ist nämlich alles anders gekommen als wie gedacht. Ich bin nicht wie gestern angekündigt auf einer zweiten Ferntour unterwegs, weil mein Chef das undisponiert hat. Ich habe morgen um 16 Uhr einen Termin, den ich unbedingt einhalten muss. Und diese Ferntour, die ich hätte fahren sollen, die wäre runtergegangen bis nach Freiburg, also zurück in Schwarzwald. Das wäre furchtbar knapp geworden. Und den Termin kann ich nicht verschieben, den ich da habe. Deswegen bin ich heute im Regionalverkehr unterwegs. Also so erweiterten Hofdienst. und zwar bin ich heute Morgen erstmal nach Olli gefahren und habe die Reifen da abgeladen, die ich da gestern alle geholt habe. Und bin dann zurückgefahren zum Platz. Das hat eine Weile gedauert, weil da noch welche vor mir waren. Ich bin dann zurückgefahren zum Platz. Dann habe ich mir eine Zugmaschine von Kühne und Nagel genommen. Bin damit in eine Werkstatt gefahren, nach Kienzle zum EG-Kontrollgerät eichen. Tacho ist das ja nicht mehr, ist ja EG-Kontrollgerät. Das musste mal geeicht werden, das war überfällig. Was für ein Aufwand da ist. Also ich bin ja dabei geblieben, um auf den LKW zu warten. Am Telefon sagte man beim Disponent, das dauerte maximal eine Stunde. Naja, es hat eine Stunde 45 gedauert. Also das muss ja alles ausgelesen werden und programmiert werden. Dann muss er da auf seinem Parkplatz so ein Stück zur Vermessung fahren. Und was für ein Hickhack das ist. Ja, dann bin ich wieder zum Platz, habe meinen LKW genommen. Assener Hellweg, dann Ankunft, Ziel auf der linken Seite. Und bin nach Witten gefahren, Weinladen. Biegen Sie links ab. Wie ihr hier sehen könnt, raue Mengen Wein. Naja, so viel ist es nicht. 15 Stellplätze, 17 Paletten. Und die bringe ich jetzt gerade zum Zentrallager Rewe in Dortmund. Da beim Zentrallager in Rewe, am Rewe ist es nicht so schön. Der Ingo kennt das, glaube ich. Ich glaube, der war schon mal hier. Ich fahre jetzt hin. Ich fahre jetzt gleich vorne auf den Parkplatz. Da muss ich mich beim Pförtner anmelden. Da habe ich um 13.30 Uhr einen Termin. Wir haben jetzt 12.50 Uhr. Ich bin mir fast sicher, dass er mich erst noch mal wegschickt und sagt, ich soll um 13.30 Uhr wieder reinkommen.
Es kommt immer darauf an, wie viel da los ist. Wenn da jetzt nicht viel los ist, dann nimmt er die Papiere schon an und dann könnte es sein, dass ich eher aufgerufen werde. Das heißt, man muss da seine Papiere abgeben, seine Telefonnummer angeben, dann kann man entweder da vorne in der kleinen Bude warten und Kaffee trinken, überteuerten Automatenkaffee. Oder man kann sich zurück in den LKW setzen, dann ruft er an, wenn die Papiere fertig sind, dann geht man da rein. Dann sagt er einem Tor, an das man ranfahren kann. Und dann muss man von da aus dann an das Tor fahren und sich in die nächste Wartebude setzen. Da ist so ein kleines Wartehäuschen, da muss man sich reinsetzen, bis dann irgendwann mal ein Verlader kommt, der dich in die Halle holt. Und dann muss man zum allen Überfluss das Auto noch selber abladen. Sich auch selber seine Leerpaletten zusammensuchen und die wieder aufladen. Nach 100 Metern. Auf der linken Seite. Also ich bin hier des Öfteren schon mal gewesen. Und es kam nicht selten vor. Ziel auf der linken Seite. Ja, Mann. Und es kam nicht selten vor, dass ich schon weit über eine Stunde hier gebraucht habe. Das kann ganz schön ärgerlich sein, aber heute soll mich das nicht kümmern. Ich habe nämlich die vage Vermutung, dass heute eventuell mein letzter Tag ist. Weil ich habe morgen, wie gesagt, diesen Termin ab und mein Disponent hat ganz leise verlauten lassen, dass ich ja morgen eher gehen muss oder eventuell frei haben muss. Ich glaube, das kommt darauf an, was denn noch zu fahren ist. Ja, du stehst da gut. Du musst da wegfahren. Das Solo-Fahrzeug kam doch schon kaum an dir vorbei. Wie soll ich denn an dir vorbeikommen? So, jetzt kommen wir auf den besagten Parkplatz Riva an hier. Müssen wir dann abparken und dann reingehen. Und der Parkplatz hier vorne ist schon recht voll. Bin ich ja mal gespannt. Hätte ich nehmen können, aber muss ich ja nicht. Ah, dann nehmen wir den, der bin ich gerade frei. Guck ich mal, ob ich euch mit da reinnehmen kann zum Anmelden. Ich muss mich aber ein bisschen verstecken. Wir sehen uns gleich wieder. So, mal gucken. Ah. Achso, Platz Nummer 36. Platz Nummer muss man auch angeben. Weil falls sie einen per Telefon nicht erreichen, weil hier gerade genau hier am Parkplatz ist die Verbindung nämlich schlecht. Kommen die nun zur Not auch zum LKW und sagen Bescheid. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, was er sagt. War das so früh da? Gübel zu früh, das ist ja eigentlich auch ein Ding. So. Schauen wir mal. Thank you.
hier noch nicht mal mit dem fertig bei Rewe. 15 Uhr. Unglaublich. Naja, Abladetermin war 14 Uhr. Ich war auch um 14 Uhr, also genau um 14 Uhr in der zweiten Bude. Was ihr da gerade gesehen habt, das war nur vorne die Pförtnerbude. Da habe ich schon eine Ewigkeit gewartet. Ich bin nachher zurück in den LKW gegangen, habe auf den Anruf gewartet. Der kam dann um 13.52 Uhr oder so. Und ich bin dann, habe dann gewartet da hinten. 15 Uhr und ich habe abgenommen. 2,5 Stunden. Für 17 Paletten, 15 Stück. Naja, das heißt, der Tag ist aber gleich um. Und die Vermutung, dass ich morgen frei habe, kommt irgendwie immer ein bisschen näher. Das haben sie ja hier intelligent geregelt. Ich ist ein- und ausfahrt so eng. Also hier, dann stellen sie noch ihre Anhänger hin und Auflieger an der Seite, dass man hier so gut wie gar nicht durchkommt. Vor allem, wenn die anderen gegenkommen. Ja, das funktioniert. Ja, jetzt mal anrufen gleich. Jetzt mal vorne auf den Parkplatz fahren. Mal fragen, ob ich noch was mitbringen soll. Oder nicht. Die haben so viel Ware im Rewe, ich weiß nicht, ob er das erkennen konnte. Da stand schon normalerweise da in dem Gang, wo die ganzen Paletten standen, da steht eigentlich nichts. Die packen das alle in ihr Lager, da muss man diesen Gang lang gehen, irgendwo dann an irgendeinen Stellplatz ans Lager. Das ganze Lager ist so voll, die haben nicht mal mehr leere Europaletten zum Tausch. Das heißt, ich bin jetzt ganz leer, keine Tauschpaletten gekriegt, jetzt habe ich so einen Palettenschein gekriegt. Wer weiß, ob wir darauf die Paletten irgendwann mal wieder kriegen. Aber das soll das Problem von dem Weinhändler sein, der musste nämlich mit dem tauschen, da die nicht über unser Lager gegangen sind, tauschen wir die Paletten nicht, also muss er die tauschen. Dann muss er die irgendwann einfordern. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich werde es nicht erfahren. Ist gut, bei Marco habe ich gerade angerufen. Und der hat wirklich meine Hoffnung erhöht, dass ich doch eventuell morgen zu Hause bleiben kann. Aber das kann sich alles ändern. Jetzt rufen wir erstmal an und fragen, was wir jetzt noch machen können. Und dann mal gucken, ne? So. Ja, okay. Oh, 4% Akku. Das sind meine Akkus hier, ne? Ich habe zwar 3 Stecker, aber irgendwie vergesse ich die mal anzuschließen. Das hier ist auch schon wieder Fußball drin. Ah, jetzt geht's. Okay.
Dietrich. Ja, Sascha hier. Ich bin jetzt leer bei Rewe, aber ich habe Paletten nicht getauscht, die haben keine mehr. Ja, dann komm da hin. Ja, alles klar, bis gleich. Jo, ciao. Jawohl, es geht zurück zum Platz. Zurück zum Platz. ja, da fahren wir jetzt erstmal hin, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Mal schauen, mal schauen. Jawohl, ja. Meine Vermutung hat sich bewahrheitet. Ich darf morgen zu Hause bleiben. Das heißt, ich habe langes Wochenende. Ich habe sogar ein sehr, sehr langes Wochenende. Und zwar geht mein langes Wochenende bis zum 2. Januar. Ich brauche nämlich nächste Woche auch nicht kommen. Das ist sehr, sehr schön. Das war ja bis gerade eben noch gar nicht klar. Ich wusste da ja gar nichts von. Aber mein Chef hat seine Urlaubsplanung mal durchgeschaut und hat gesehen, dass ich noch genug freie Tage habe, also genug Resturlaub habe. Und hat mal geguckt, was so zu tun ist. Und Fernverkehr ist sowieso nicht. Und im Nahverkehr sind noch so ein paar Böllermänner, ist auch nicht mehr viel gekommen. Stiebel ist gar nicht gekommen, Rieler ist glaube ich auch nicht gekommen. Deswegen kommt nächste Woche so eine Notbesetzung, zu der ich nicht zugehöre. Zum Glück, zum Glück. Ich freue mich. Ja, das heißt, ich habe auch endlich mal Zeit, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Das habe ich nämlich bis jetzt immer noch nicht gemacht. Ein Geschenk ist bis jetzt da, eins für meine Tochter. Das habe ich noch nicht mal selber gekauft, das wurde gekauft. Aber da ja morgen ganz normaler Tag ist, also ganz normaler Freitag ist, ist auch morgen, hoffe ich, nicht so ganz so voll und ich werde noch das kriegen, was ich brauche. Ich habe schon ungefähr einen Plan, was ich holen will. Deswegen wird das ganz gut klappen. Außerdem bin ich diesmal dann früher dran wie sonst. Ich habe mir zwar wieder vorgenommen, im November schon einzukaufen, habe wieder nicht gemacht, aber sonst die letzten Jahre war es immer 22. oder 23. Morgen ist der 21. Applaus. Ja, das heißt allerdings auch, dass ich mal vermute, dass wir uns dieses Jahr nicht mehr wiedersehen. Und zwar erst im Januar wieder. Schauen wir einfach mal. Ne? Wenn ja, dann werdet ihr noch von mir hören. Wenn nicht, würde ich euch ja jetzt frohe Weihnachten wünschen. Und lasst euch reich beschenken. Esst nicht zu viel, das ist nicht so gut für die Figur. Und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nicht zu tief rutschen, nicht zu viel trinken, tue ich auch nicht. Ich muss nämlich am 2. Januar, also entweder am 1. oder am 2. Januar wieder anfangen, irgendwann zwischen 22 und 2 Uhr, weil ich nämlich nach Wangen muss in der ersten Woche und ich musste zwischen 8 und 10 Uhr in Wangen sein. Deswegen geht es für mich recht früh los. Deswegen haben wir auch frei jetzt in den nächsten Tagen. Ja, natürlich auch von Kai-Uwe. Frohes Fest und guten Rutsch. Ne? Kai-Uwe hat endlich einen festen Platz. Also er sitzt da jetzt fest seit 2 Tagen. Ich hatte den ja schon mal sitzen gehabt. Aber aufgrund seines großen Kopfes ist er da immer wieder vorwärts runtergekullert. Und ich habe ihn immer wieder im Fußraum wieder gefunden. Jetzt habe ich ihn da mit seinem Hintern so fest eingeklemmt, dass er da sitzen bleibt. Der bleibt auch über die Feiertage hier. Irgendeiner muss ja auf meinen LKW aufpassen. Also ist er zu Weihnachten allein, der arme Kerl. Da kann man nichts machen. Ja, was noch? Ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr mir das ganze Jahr so treu wart. Ich hoffe, dass wir das nächste Jahr genauso hinkriegen. Und abonnieren und kommentieren natürlich nicht vergessen. Ne? Daumen hoch oder Daumen runter. Und immer schön Talkaholika bleiben. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Bye. Bye.